So, hallo und herzlich willkommen zurück zu Kabelsalat Advents Smash Sonntag. Ja, wir spielen am 4. Advent eigentlich einen der wichtigsten Teile damals für die Wii. Und zwar reden wir hier von Super Smash Bros. Brawl, was hierzulande, glaube ich, ultra spät kam. Also es hatte einen riesen Delay und auch ich konnte es erst an Weihnachten 2009... Was? 9? Ich glaube, es war 9. 2009 erst wirklich spielen und habe es geliebt. Auch wenn das nur bezogen war auf den Adventure-Modus. Aber diese Zwischensequenzen und so, das war halt damals geil. Und darauf ist halt auch immer noch alles dabei. So, wir starten direkt ins Spiel rein. Naja, Moment. So, jetzt starten wir direkt ins Spiel rein. Hat einen kleinen Bildfehler drin und denk so, was ist das denn? 2008, genau. Und ich habe das Spiel erst ein Jahr später gespielt, hast du aber bei Bekannten so oft hoch und runter gespielt und es ist einfach nur ein geiles, also hat einen einfach geilen Smash-Abenteuer-Modus. Ne? Der Subraum-Emissär, oder wie das Ding auch immer heißt. Ich kann es nie richtig gescheit aussprechen. Ne, also neben den klassischen und All-Star-Modus gab es dann auch noch natürlich Station, also so ein kleines Minispiel für ein bis zwei Spieler. Es gab noch die Trainingsmodus, ein Missionsmodus, der eigentlich auch nicht schlecht war. Ich glaube noch 42 Missionen. Mist. Ich meine, 42 Missionen war das. Gucken wir mal nach. Ich meine, oder waren es 43? Wir haben wir 41 Missionen. Wobei ich nicht weiß, ob das wirklich alle finalen Missionen sind. Weiß ich wie gesagt nicht. Aber wie gesagt, der Abenteuermodus, der war einfach richtig geil. Und ich denke, da machen wir einfach mal weiter. Ich habe schon mal ein bisschen eingespielt, um zu wissen, wie war das nochmal damals. Und wir setzen einfach mal fort. Wie gesagt, ich habe das Spiel einmal zu 90% durchgespielt. Hat mir gereicht. Ich meine, da fehlen dann zwar noch ein paar Charaktere, aber war nicht schlimm. Wir nehmen den letzten Spielstand mit 4%. Da habe ich ein bisschen was reingespielt. Mal gucken, was wir da für eine geile Zwischensequenz jetzt kriegen. Weil den Anfangs-Zwischensequenz, die ist zwar nett, aber will ich jetzt halt nicht nochmal sehen. Let's go. So, und hier haben wir schon die Auswahl zwischen Kirby und Peach. Das Spiel, den Abenteuermodus kann man auch zu zweit spielen, was sehr, sehr cool ist. Aber ich würde mal sagen, wir starten mit Peach. Weil Kirby ist zwar The Mighty Fighter, aber wollen ja auch mal ein bisschen Peach-Action sehen. So. Und ich spiele hier mit dem Classic Pro Controller in der Farbe Gold, weil ich an der Wii U leider keinen GameCube Controller anschließen kann. Auch mit den Adaptern nicht, funktioniert leider nicht. Ist ein bisschen schade, ist auch ein bisschen gewöhnungsbedürftig wie jetzt, nachdem man die Buttons komplett anders belegt hat. Man hat nicht mehr diese Nierentasten. Okay, war ja easy peasy hier. Man hört es auch, ich bin ein bisschen verschnieft. Gerade so in den Winterzeiten ist das eh ein bisschen. Und sie fliegen schon wieder runter. Ich möchte gerne Falken, weil wir hier Fox spielen, aber irgendwie. Ne, die Auswahl zwischen den beiden. Aber die Zwischensequenzen sehen immer noch sehr gut aus. So, noch meinen ersten Gegner. Bam. Und das erinnert dann schon wieder an den 3DS-Teil mit den Smash Adventure. Wobei, die Inspiration des Smash Adventures stammt wahrscheinlich aus Brawl. Sag mal gerne wie. So, Hammer und Curry. Was braucht man mehr? Weg mit. Ah, ich habe ein weiteres Leben bekommen. Ah, okay, cool. Gott, beschmeißt er mich erstmal mit Dreck. Und die Gegner kennt man eigentlich auch noch. Aber aus einem anderen Spiel. Kid Icarus Uprising. Was es zu dem Zeitpunkt noch gar nicht gab. Wo die Gegner wurden einfach mal eingefügt. Wo mich jetzt das hier weiterführen würde. Kann ich keinen Doppelsprung machen? Doch, würde schon sagen. Peach kann auch einen Doppelsprung machen. So, da oben ist nämlich ein Geheimnis. In Brawl habe ich übrigens noch nicht alle Trophäen, weil irgendwie nach dem Adventure-Modus
hatte ich keinen Bock mehr. Guck mal, hier haben wir jetzt gerade ein paar Sticker bekommen. Das ist quasi das, was für Ultimate die Geister sind. Die kann man übrigens auch an die Trophäen dran kleben. Ich weiß noch nicht mehr, in welchem Menü das war. Oh, cool. Ein Trophäenmaker. Nein, an eine falsche Richtung. Jetzt ist er weg. Mist. Da hat er schon wieder ein paar Sticker fallen lassen. Sticker habe ich übrigens auch nicht vollständig. Aber ich denke, das war so die Blaupause für die Geister. Auch mit dem Hintergedanken so, wir können nicht immer Trophäen machen. Trophäen, Alter, das frisst bis zum geht nicht mehr Ressourcen, weil jede Trophäe neu animiert werden muss. Was ist eigentlich da oben in den Holzklumpen? Ah, ein Fächer, sehr gut. Wieder eine rote Tür, gehen wir mal rein. Aber wie gesagt, das ist cool und zu zweit macht das richtig Fehl. War auch mal eine Idee für so ein Streaming-Projekt. Aber das war dann irgendwie nach Bingo-Leitung und Co. war das dann einfach ein bisschen sehr anstrengend, da eventuell noch was rauszuzaubern. Na, und hier hat man auch das Laserschwert das erste Mal anders gefärbt. Und da war es mal blau. Und nicht ausfahrbar, oder? Doch, es ist immer noch ausfahrbar. Es ist halt ein Laserschwert. Gab es natürlich wieder einen Aufkleber. Nein, nicht die Bombe kaputt machen. Gibt nur Ärger. Okay, da fallen jetzt irgendwelche komischen Gegenstände runter. Mist. Boah, sehr gut. Ein Stern, juhu. Aber so geht das dann halt die ganze Zeit in diesem Modus weiter. Und wie gesagt, zu zweit macht es Fehl. Alleine ist es sehr, sehr eintönig. Wobei die Zwischensequenzen sind halt einfach toll. Und wenn es dann halt auch mal zu einem Kampf kommt, dann wird es halt wieder so richtig schön Smash Bros. Kann man das so sagen? Ach Mist. Egal. Kirby! Yay! The Lone Survivor. Auch mit einem anderen Moveset, Gott sei Dank. Der hatte in dem Original Mario Smash Bros. Hatte er beim Rennen hatte er dann so einen Feuerball. Total nervig. Ups. Und weiter. Da hatten wir gerade dieses typische Stolpern. Ach komm schon. Du Kackding! Bam! Und weg bist du. Und da haben wir das Ziel erreicht. Ah Mann, das ist echt schön, wirklich. Stage gemeistert. Und hier haben wir noch jetzt jede Menge Trophys und Aufkleber bekommen. Wobei ich glaube, es sind nur Aufkleber. Ich kann mich nämlich nicht entsinnen, dass wir eine Trophäe eingesammelt haben. So, zurück zur Karte, mach noch eine Map. Ah, jo, genau, die ist auch cool. Die Bananen wurden geklaut, jetzt gibt's Haue. Da fliegt der Goomba. Altveteran Donkey Kong, ja.
Yay. Also ich würde mir sehr wünschen, wenn sie das beim neuen Smash Bros. In dem Story-Modus genauso machen. Das wäre echt schön. Oder Ankündigung, wie das so ist. So, ich spiele am liebsten mit Donkey. Droppen ganz schön viele Aufkleber. Geben wir mal einen Pilz. So, habe ich jetzt einen Riesenhammer? Natürlich nicht. Ist egal. Mal hat Donkey den Hammer, sonst kennt man das normalerweise mit Mario. Das Aufkleber konnte ich auch einsammeln. Komm, ist weg. Herz. Jetzt brauche ich das Herz. Den nehme ich mit. Feuer. Hey, eine Trophy. Bin schon wieder groß. Aber ich habe immer noch eine Trophy zum Schmeißen. Goomba, du bist jetzt eine Trophy. Die ich wahrscheinlich schon habe. Oh Mann, ey. Weg direkt Erinnerung an Donkey Kong Country, echt. So. Rein. Ups, habe ich mich selbst gehauen. Die habe ich auch. Okay, komme ich nicht dran. Noch nicht. Oh Gott. Ja, eine Knarre warum nicht. Ich glaube, genau, in dem Tag konnte man dann auch, glaube ich, das erste Mal mit der Knarre laufen. Oh, Dark Samus. Habe ich doch, glaube ich, schon. Au. Oh Gott, das überlebe ich nicht. Ah. Didi. Your turn. Ja, da. Ja, okay, den Rettungsmove von Didi muss ich erst noch lernen. So, zack, rein. Bonusrunde. Was kann man hier oben noch irgendwas? Okay, dann rein. Na, und die... Die Fassung wurde damals auf einer Dual-Layer-DVD gemacht. Das war damals revolutionär und hat dann natürlich auch dafür gesorgt, dass alte Videos die das Spiel nicht lesen konnten. Das war total die Katastrophe. Stell dir vor, du kaufst die Smash Bros. Und deine Wii will das nicht lesen. War übrigens nicht die einzige Dual-Layer-DVD. Aber M hat, glaube ich, auch eine gehabt. Knarre hat die jetzt auch, also eine richtige. Und ein Leben bekommen. Plattform Action. Weg mit euch, Goombas. Oh, eine Trophy. Ein Sticker.
Lautstärker. Ein Baseballschläger. Why not? Ah. Oh Gott, dieser Rettungsmove von Didi ist ja furchtbar. Was tauche ich jetzt auf? Natürlich als Donkey Kong. Ich weiß gar nicht, ob man weiter hochgehen kann. Ich glaube nicht. Schnell runter. Bevor ich einen unnützen Tod sterbe. So, das lasse ich mir dann nicht zweimal sagen. Bums. Oh shit. Ah shit. Ich gehe erstmal hier rein. Ja. Gold ist immer gut. Gibt einen Trophäen. Sauber. Irgendein Pokémon. Leben nehme ich auch. Aber wie gesagt, der Adventure-Modus, das ist einfach. Der ist super. Den haben sie echt gut gemacht. So, genau sowas ähnliches würde ich mir eigentlich auch für Ultimate wünschen. Was ich wahrscheinlich schon herausgefunden habe und wahrscheinlich auch schon meine Meinung dazu preisgegeben habe. So, Level complete. Mit einer schönen Zwischensequenz haben wir jetzt alle unsere Bananen wieder. Damals alles ohne irgendwelchen Synchro-Stimmen oder so. Wobei, man ist noch kein Fire Emblem-Charakter getroffen. Ja. Mit diesem Cliffhanger. Guck mal, was ich da jetzt alles bekommen habe. Hier, Dark Samus, HM Mech Rosa. Ich glaube, die gehören zu Custom Robot oder so. Und Telly, das ist hier Chibi-Robo. Cool. Und dann jede Menge Sticker. Das ist schon krass. Na, und 23 Münzen habe ich auch bekommen. Neuer Kämpfer Didi. So, Didi freigeschaltet. Juhu. Und dann kann man hier speichern. Und dann, das ist jetzt alles auf normal. Das ist noch nebenbei. Ich habe es bisher, glaube ich, nur auf easy gespielt. Ich weiß auch gar nicht, warum ich das nur einmal auf easy gespielt habe. Ich meine, ich habe es mehrere Mal gespielt, aber wie gesagt, es kann auch gut sein, dass beim Datentransfer von der Wii auf die Wii U einiges verloren gegangen ist und ich das dann einfach nochmal gespielt habe. Aber wie gesagt, das war es soweit. Ich zeige euch nochmal kurz, wie das mit den Aufklebern war. Das war, wie gesagt, halt einfach die Blaupause zu den Geistern, die wir jetzt halt in Ultimate haben. Ne? Die haben auch eine Fähigkeit und die kann man, wie gesagt, dann an das jeweilige Ding sie dran kleben. Ne, hier ein 9 freigeschaltet. Also wie gesagt, hier auch das Klebealbum ist ziemlich leer. Na, was ist das hier? Blumenphilip Nintendo Puzzle Collection. Sieht ein bisschen aus wie Daisy. Und das hier ist ein Bondisch. Digilux. Keine Ahnung. Also manchmal ist mein Wissen dann auch ein bisschen sehr am Ende. Aber ich glaube, die Aufkleber werden immer neu sortiert. Ne? Und das ist, wie gesagt, das ist quasi die Blaupause zu den Geistern. Ne? Macht man noch ein bisschen Umrandung, hier ein bisschen schillernd und so, dann hat man Geister. Ne? Nutzbar von Samus und Zero Suit Samus. Hier sieht man es auch. Und ich weiß nur nicht mehr, wie man die dran kleben konnte. Auf jeden Fall hat man hier auch eine Trophäenübersicht, die ein bisschen schöner ist. Man hat nicht eine Liste mit sämtlichen Namen, sondern hat auch hier. Guck mal, Goomba hatte ich noch gar nicht. Sauber. Piranha-Pflanze. Übrigens. Ein spielbarer Charakter in Smash Bros. Wollte ich ihn drehen? Da. In neuen Super Smash Bros. Ultimate. Wahrscheinlich habe ich euch das schon alles gezeigt. Aber es gab ihn schon als Trophäe. Ja. Also gibt schöne Sachen. Alles schön sortiert nach Kategorie. Ne, Falco ist neu. Wobei, den habe ich gerade nicht geholt. Ich habe auch, ich gucke inzwischen auch schon nicht mehr in diese Trophäen nach. Aber wie gesagt, die geben sich halt verdammt viel Mühe, wenn man jetzt sich jetzt zum Beispiel Rob anguckt. Und dann halt das Gestalten der Trophäe ist, glaube ich,
jede Menge Aufwand und ich glaube, die haben sich beim Wii U und beim 3DS haben sich gedacht, so nie wieder. Irgendwie so kann ich mir das vorstellen. Außerdem hat man jetzt die Trophäen quasi als Amiibo. Ne? Gibt natürlich noch den Schauplatz. Und das Freispielen der ganzen Trophäen und Aufklebern, das war mir nicht mehr so präsent vor Augen. Bei Smash Bros. Vor 3DS und vor Wii U läuft das ja über diese Kistenklopperei. Beim Melee war das über eine Lotterie und hier ist es Münzenschleuder. Das zeige ich euch auch nochmal. Weil genug Münzen habe ich. Und das ist, naja, es ist okay. Man kriegt dann ab und zu mal einen Münzenbonus. Aber so richtig so freischalten, naja, geht so, ne? Dann kommt eine Nüsse. Die darf mich nicht platt machen, weil sonst verliere ich mein... Ah, das Crystal. Aber so hat man dann halt damals die ganzen Trophäen und Aufkleber freigeschaltet. Diesen Münzenmodus. Der ist echt nicht schön. Also er ist furchtbar. Ich finde es furchtbar. Das ist das Einzige, was ich bei Brawl wirklich hasse. Diese Münzenschleuderkacke. Deswegen habe ich auch, glaube ich, nie hier alle Trophäen freigeschaltet. Weil das ist mir einfach zu anstrengend. Du brauchst Münzen, du brauchst permanent Münzen. Du brauchst Münzen für den Story-Modus, du brauchst Münzen für den All-Star-Modus, klassischen Modus brauchst du Münzen, weil damit kannst du dann halt deine Continuous freischalten. Ja. Bumm, wieder einer. 7 Trophäen, 83 Münzen. Oh, Yoshi-Boot. Ne, aber wie gesagt, das ist, der Münzenmodus ist nett. Maximal nett, aber du musst so viele Münzen haben. Du bist eigentlich dazu gezwungen, dass du eigentlich sehr oft dieses Spiel spielst. Nur ich bin jetzt gerade überlegen, wo war das nochmal mit dem Aufkleben? Ich weiß es nicht mehr. Man konnte es auf jeden Fall machen. Ich weiß nur leider nicht mehr wo. War das unter Gruppe? Spezial-Brawl-Regeln wechseln? Nee. Aber auch im Turniermodus. Turniermodus gab es übrigens auch schon im Melee, was sehr cool war. Aber mir fällt es jetzt gerade echt nicht mal ein. War das unter Training-Mission? Ich weiß es wirklich nicht mehr. Die Wi-Fi-Connection, die einzige Funktion von Brawl, gibt es ja leider nicht mehr, aber ich meine mich auch zu erinnern, gerade wenn man mit Leuten gespielt hat, mit schlechter Internetverbindung, war das fast unspielbar. Man hatte ein Delay gehabt, bis zum geht nicht mehr, und das haben sie auch mit dem Teil, der danach kam, leider nicht komplett beheben können. Also der 3DS-Teil mit der mit Nintendo Online, das war nicht gut. Mal gucken, wie sie es mit Ultimate machen, da haben sie ja sicher viel versprochen. So. Und damit würde ich jetzt einfach mal sagen, beenden wir... dieses Video. Ich glaube, es war schon zu lang genug. Ich habe euch viel gezeigt über das Super Smash Bros. Brawl, quasi mit dem einzig wahren Adventure-Modus. Mal gucken, ob ich dann nach dem Durchspielen von Ultimate dann auch sagen kann, ist immer noch der Beste. Das weiß ich nämlich zum jetzigen Datum nicht. Genau, und es gab 4 Steuermethoden bei Brawl. Das war damals einzigartig. Dass man halt mit den ganz normalen Wii-Mode, Wii-Mode Nunchuck, Classic-Controller und mit dem GameCube-Controller spielen konnte, weil die Wii hatte die Ports für die GameCube-Controller und das war, glaube ich, auch,
Ich meine, war das das einzige Spiel, was die GameCube-Controller unterstützt hat an diesen Ports? Ich bin mir da jetzt nicht mehr ganz sicher. Ich glaube, Mario Kart hat es auch noch unterstützt. Aber dazu dann irgendwann mal mehr mit diesen, wenn wir dann mal Mario Kart Wii mal wieder ausgraben, weil da das Spiel habe ich mir jetzt leider zum Ende der Wii-Ära geholt. Da war leider schon das Wi-Fi-Connect schon leider zu Ende. Aber ich habe es sehr oft ausgeliehen und gespielt. Egal. Das dazu. Ich wünsche euch auf jeden Fall, ja, morgen ist ja schon Weihnachten. Das heißt, ich wünsche euch auf jeden Fall schöne Feiertage und lasst euch reich beschenken. Bei uns ist es meistens so, dass wir mehr essen als uns beschenken. Ich freue mich aufs Essen. Ihr hoffentlich da euch dann auf ein paar freie Tage. Genieße und wir sehen uns dann spätestens im nächsten Video. Haut rein und frohe Weihnachten. Ciao.